Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I've never found anyone who fulfilled my needs. It's a lonely place to be, but I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. This happened to me. I found the greatest love of all inside. Einen angenehmen guten Abend wünsche ich allen zusammen und ich begrüße Sie zu einer weiteren Episode auf meinem Kanal. Und ich habe wieder Whisky bestellt gehabt und habe was Neues entdeckt. Und das ist so merkwürdig oder beziehungsweise so neu für mich, dass ich gesagt habe, da mache ich ein Video drüber. Uns allen dürfte bekannt sein der, falsche Flasche, der Knob Creek, normaler Bourbon. Als auch sein Gegenspieler der Knob Creek, die Rye-Version. Und jetzt, meine verehrten Damen und Herren, kann ich Ihnen frohen Stolzes den Knob Creek Smoked Maple präsentieren. Es ist was ganz Neues, es ist was ganz Ausgefallenes, wenn Sie mich fragen zumindest. Oh ja. Und den möchte ich jetzt mal hier kurz mir einschenken. Bitte. Hier, das hat ein Aroma nach Bratkartoffel. Nee, keine Bratkartoffel. Wir haben richtig so Barbecue-Rauch und Ahornsirup. Deswegen habe ich das als Anfang auch so mit, diese zwei Zutaten, ein bisschen Feuer, ein bisschen Sirup. Und ich würde echt sagen, das ist ein Likör. Aber er hat, wie gesagt, er hat 45 Volumenprozente. So schwach auf dem Herzen ist er nicht. Aber die müssen da, ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie sie es gemacht haben. Irgendjemand hat mir erzählt, die hätten das halt, das Holz halt verbrannt und hätten dann da, weil der Ahornsirup irgendwie mit drin ist und und dann haben sie den Whisky drüber laufen lassen. Ob das alles stimmt, ich weiß noch nicht. Ich habe es noch nicht in der Hinsicht geprüft. Ich bin auch jetzt noch nicht so schlau geworden. Viel wichtiger war es mir, dass ich Ihnen jetzt erstmal hier zeigen kann, was geht's hier überhaupt, schmeckt der überhaupt. Und genau das wollen wir jetzt mal versuchen, empirisch hier herauszufinden. Deshalb erhebe ich mein Glas auf Sie und ich bin so frei und mache erstmal von lauter Aufregung den ersten Schluck. Also wie gesagt, Rauch und Ahornsirup dominieren die ganze Angelegenheit in der Nase. Diese Süße. Ich gebe Ihnen einen Tipp, dann können Sie in etwa nachvollziehen, um was es hier geht. Nehmen Sie sich mal, wenn Sie Ahornsirup, wenn Sie Pfannkuchen-Fan sind, haben Sie bestimmt daheim. Nehmen Sie sich mal so einen Löffel mit Ahornsirup und tun Sie den in den Mund nehmen. Ja, das ist identisch. Plus halt noch dieser Rauch. Plus Barbecue. Ja, und jetzt kommt doch wieder ein bisschen die Bratkartoffel. Ah.
Während ich die Sache noch ein bisschen genieße, blende ich Ihnen noch mal ein bisschen was zur Flasche ein. Bitte sehr. Ja, wie gesagt, meine Damen und Herren, der kostet auch nicht mehr als der normale und auch der Rye sind 35 Euro oder sowas dabei. Aber seien Sie verdammt vorsichtig. Ich habe noch keine Beweise, ob er in den Kopf geht oder nicht. So viel habe ich noch nicht davon getrunken. Aber das ist ein Frauengetränk, wenn ich ehrlich bin. Weil diese enorme Süße, ich habe den gestern Abend das erste Mal angeschnitten und ich war so fasziniert von diesem Aroma zwischen Rauch und Süße und Bratkartoffeln, das ja, und dann kam der erste Schluck und das war so ein bisschen ein kleiner Dämpfer, weil ich habe mit so einer enormen Süße nicht gerechnet. Das hat mir richtig eins aufs Dach gehauen. Jetzt bin ich wiederum ganz angetan, sage ich ja ganz offen. Also wie gesagt, meine Damen und Herren, versuchen Sie es mal. Jemand, der auf süß steht, der freut sich darüber mit Sicherheit enorm. Und jemand, der nicht auf süß steht, für den ist das gar nichts. Also wer herb und trocken will, der ist da ganz weit entfernt. Also das war halt auch so ein... Ja, die Flasche auch gefallen, ich gebe es ja zu. Und Maple, das war sowieso dann spannend und habe ich die halt genommen. Ja, also wie gesagt, meine Damen und Herren. Es ist was anderes. Es ist was Schönes, was anderes. Und genau das ist das Schöne beim Whisky. Die Abwechslung, die wir hier haben. Diese ganzen Nachreifungen und Spezialen und Sonderdinge. Und genau das ist es, was mir viel, viel Spaß macht. Und ich hoffe, Ihnen auch. Weil dieses Entdecken, dieses Herausfinden, Sammeln und sich austauschen, das ist das, was ich am Whisky so schön finde. Und ich hoffe, Sie teilen in der Hinsicht meine Freude. Denn mit diesen Worten möchte ich sagen, hebe ich mein Glas auf Sie alle, trinken Sie einen, haben Sie Spaß in Ihrem Leben, schauen Sie, dass es Ihnen gut geht und mehr können wir doch gar nicht verlangen vom Leben, oder? Halbwegs. Also, meine Damen und Herren, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.